Hallo Augsburg. Ich selbst war Atomkraftgegner, lange, viele Jahre. Und habe eigentlich erst nach Fukushima angefangen, mich damit zu beschäftigen, wie funktioniert Kernkraft, was ist da passiert. Habe all diese Geschichten gelesen, auch die schlimmen Geschichten aus der militärischen Kerntechnologie. Und trotzdem, je mehr ich mich damit beschäftigt habe, umso mehr ist mir klar geworden, dass es nicht dieses Teufelszeug ist, was ich vorher gedacht habe. Und ich möchte es aufgreifen. Vorhin wurde Stuart Brand erwähnt und der hat auch mal sowas gesagt, am Anfang von einem Talk, was ich sehr gut fand. Mit dem Klimawandel, wir wissen natürlich nicht alles. Aber die Leute, die am meisten davon wissen und je mehr wir darüber lernen, umso bedrohlicher wird es, umso mehr Sorgen machen wir uns. Und bei der Kerntechnik ist es umgekehrt. Die Leute, die am meisten darüber wissen, die sind eigentlich diejenigen, die am wenigsten Angst davor haben. Das sind nicht meine Worte. Also Stuart Brand ist wirklich genial. Es lohnt sich zu lesen, was er so geschrieben hat. Naja, die Diskussion, die ist leider nicht immer sehr sachlich und manchmal auch gerade hier in diesem Land richtig hasserfüllt. Und das habe ich irgendwie vor zwei Jahren, glaube ich, gemerkt. Auch von Twitter gab es so einen Kommentar. Da hat jemand gesagt, es ist für mich auch kein Problem, alte Nuklearbefürworter nach Tschernobyl zu exportieren. Wenn nötig, dann zwangsweise. Und dann habe ich mir so gedacht, na, was würde man denn auf sowas antworten? Und habe nicht auf Twitter geantwortet. Aber ich habe mir dann so ein paar Sätze zurechtgelegt und die will ich euch erzählen. Nein, ihr müsst uns nicht gewaltsam abschieben. Wir Nuklearier, wir gehen freiwillig nach Tschernobyl, um dort zu leben. Ihr müsst uns nur eins versprechen. Ihr werdet klimaneutral bis 2050. Danach wird kein Gramm Kohle oder Erdgas mehr verfeuert. Kein Hektar Regenwald abgemacht für eure Autos oder eure pupsenden Rinder. Aber ihr habt es ja schon versprochen. Paris 2015. Alles klar, verbindlich für alle. Aber was machen wir in der strahlenden Wüste am Schauplatz des schrecklichsten Unglücks der Menschheitsgeschichte? Ist das so? Die Natur dort ist großartig. Die meisten von uns haben kein allzu großes Problem, dort zu leben. Wir wissen ungefähr, welche Strahlung unseren Kindern wehtut und welche nicht. Und deswegen haben wir weniger Angst davor als ihr, die in 2000 Kilometer Entfernung lebt. Vielleicht essen wir nicht alle Pilze, aber das haben wir eigentlich vorher auch nicht gemacht. Und wir werden Kraftwerke bauen. Zuerst fangen wir an mit ein paar Leichtwasserreaktoren. Bald darauf schließen wir den Brennstoffkreislauf und haben Uran für 1000 Jahre. Vielleicht gehen wir auch zu Thorium über und lassen uns den Brennstoff schenken von den Besitzern der Minen für seltene Erden. Oder, wenn dann die Fusion endlich funktioniert, dann bauen wir ITER 4G, basierend auf Bohr statt auf Lithium und ganz ohne Neutronen. Dank der kompakten Kernenergie bleibt bei uns weiterhin genug Platz für Wälder, Bären und Wölfe. Und wir werden nicht arm sein. Unsere Marie Curie University of New Pripyat wird die beste mathematisch-naturwissenschaftliche Universität der Welt sein. Unsere Nachbarn werden uns mögen, weil die aus Deutschland und anderen Ländern abgewanderte Industrie um unseren Zaun herum qualifizierte Arbeitsplätze und Geld gebracht hat. Auf unseren Brennstoff, auf den passen wir auf, dass kein Bösewicht daran kommt. Wenn er aus dem Reaktor kommt, wird er säuberlich getrennt. Aus dem langlebigen Teil wird wieder Energie gemacht. Ein Teil der schnell zerfallenden Spaltprodukte wird für die Medizin extrahiert. Und der Rest, der kommt 200 Jahre in Containern auf einen Parkplatz und dann ist er kalt. Und wir versprechen euch, dass keiner unserer Reaktoren je explodieren wird. Auch wenn ihr es nicht glaubt. Dieses Versprechen ist 100-mal leichter zu halten als das eure. Wir werden euch sogar helfen bei eurer Energiewende. Wenn ihr erwartungsgemäß in Deutschland bis 2031 kein Endlager gefunden habt, was von den Bewohnern akzeptiert ist, dürft ihr uns euren Atommüll stecken. Und wir verkaufen euch Strom, wenn ihr ihn braucht, oder wir liefern euch Wasserstoff, damit ihr in windarmen Wintern nicht frieren müsst. Aber je nach Nachfrage wird das vielleicht für euch nicht immer ganz billig. Aber so mit 1 Euro pro Kilowattstunde ab Kraftwerk können wir in den Zeiten sicher mit eurem Inlandsangebot konkurrieren. Aber wehe,
Wehe, ihr haltet euer Versprechen nicht. Wehe, wenn ihr uns 2048 erzählt, dass euer Volk die Schulden nicht mehr bezahlen will und die Populisten in euren Ländern marodieren. Und dass ihr deshalb leider noch weitere 100 Jahre fossile Brennstoffe verbrennen müsst. Egal, ob sich die Erde dann nochmal um 5 Grad erwärmt. Dann warten wir nämlich einfach ein paar Tage, bis der Wind von uns in eure Richtung weht. Und dann lassen wir ein bisschen Dampf ab. Keine Angst. Der letzte Satz war nur Spaß. In Wirklichkeit sind unsere Kernkraftwerke technisch so eingerichtet, dass sie keine Radioaktivität freisetzen können, selbst wenn der Betreiber es böswillig versuchen würde. Vielleicht kaufen wir am Ende einfach nur euer Land auf und ihr dürft dann mit euren Händen Gemüse für uns anbauen. Ich danke euch fürs Zuhören. Ich sage immer gerne, wir haben die 6 Richtigen. Noch haben wir die 6 Richtigen. Schauen wir, dass wir die Chance nicht verlieren. Danke.